Stress und Leistungsdruck machen krank. Das hat zuletzt das Schicksal von Josef Pröll der gesamten Republik vor Augen geführt. Das gilt aber auch für Menschen mit weitaus weniger exponierten Jobs. Die Selbstausbeutung für den beruflichen Erfolg gehört mittlerweile einfach dazu. Sie ist sozusagen gesellschaftlich anerkannt. Warum? Das haben Simone Striebel und Munire Inam recherchiert. Und sie haben Betroffene gefragt, wie sie mit der chronischen Überbelastung so umgehen. Weiterkommen, ohne innezuhalten. Ehrgeiz, Effizienz, Erfolg. Arbeiten als Droge. Immer mehr, immer besser, immer höher, bis es nicht mehr geht. Es gab mehrere Tage und manches Mal auch Wochen, wo es an die Grenze des Belastbaren ging. Ja, es ist der Kick des Erfolges. Sie sind konstant Konflikten ausgesetzt. Und dennoch ist der Erfolg das Ideal. Leistung als Lebensprinzip. Die Mitglieder des Uni-Management-Clubs wollen vor allem eins: Karriere. Dafür sind sie bereit, viel zu geben. Also ich glaube, 40 Stunden sind, wenn man wirklich Karriere machen will, sowieso nicht der Durchschnitt. Wenn man dann sozusagen relativ schnell gelangweilt ist und dann nicht diese Herausforderung verspürt, also ich denke einfach, dass es der Anspruch auch an mich selbst ist, dass ich mehr mache als diese 40 Stunden, mehr als der Durchschnitt. Also die einen wollen nach ganz oben und die anderen geben sich mit ein bisschen weniger zufrieden, weil sie eben wissen, wenn ich mehr Zeit für die Familie, also für mein Privatleben haben will, dann wird es auch nicht der Top-Job werden, den der andere eben anstrebt. Für sie war der Top-Job mit Einsatz rund um die Uhr selbstverständlich. Früher Geschäftsführerin einer Managementberatungsfirma, macht sie heute eine Ayurveda-Ausbildung. Begonnen hat alles mit Schwindelanfällen, schulmedizinisch nicht erklärbar. Ein Anlass, über ihr Leben nachzudenken. Die Frage, warum man sich das antut, ist eigentlich nicht einfach beantwortbar. Ja? Weil in der Phase, in der man so arbeitet, in der man das tut, es macht ja auch Spaß. Es war ja nicht so, dass es keinen Spaß gemacht hat. Es macht Spaß, es beflügelt, wenn man sieht, man bringt Dinge weiter. Ist schön anzusehen, wenn man sieht, dass sich Mitarbeiter wohlfühlen, dass man als Unternehmen etwas weiterbringt. Und dann schaut man gar nicht so sehr auf die Zeit. Und das ist so das Fatale, dass es so eine Selbstverständlichkeit wird. In 40 Wochenstunden geht sich eine Karriere nicht aus. Eine Binsenweisheit für Menschen, die hoch hinaus wollen. Für sie waren 70 Wochenstunden der Normalfall. In der Nacht wurden noch E-Mails geschrieben. Die Kunden hatten immer Vorrang. So sind eben die Spielregeln. Was zählt, ist der Erfolg. Es wird nicht so ausgesprochen, ja. Aber es gibt dann manchmal so Situationen, wenn jemand um 5 Uhr den Bleistift fallen lässt und nach Hause geht, dass dann unter Umständen dann ein Kollege oder eine Kollegin dann demonstrativ auf die Uhr schaut und sagt, ah, da gehst du schon nach Hause. Ja. Also das kommt vor, habe ich selber auch erlebt, weil es einfach so eine Selbstverständlichkeit ist, ja, dass man länger arbeitet. Und jemand, der um 5 nach Hause geht, der fällt schon wieder etwas aus der Reihe. Ja. Die Devise lautet Effizienz, nicht nur im Beruf, auch in der Freizeit. Italienischkurs statt Ausspannen, Netzwerken statt Kaffeetratsch. An seinen Fähigkeiten zu arbeiten wird zur Lebensaufgabe. Was wir unter Leistung verstehen, wird immer stärker vom Erfolg abhängig gemacht. Nur das Ergebnis zählt noch und nicht der Aufwand, der mit einer bestimmten Leistung verbunden war. Man spricht auch davon, dass Leistung in früheren Zeiten häufiger so etwas gewesen ist wie die Absolvierung eines Pensums. Und man hat dann auch gewusst, dass man etwas geleistet hat. Deshalb gibt es heute auch kaum mehr Überstunden, sondern hauptsächlich All-In-Verträge. Was zählt, ist das Ergebnis und nicht der Aufwand. Work-Life-Balance, also das ausgewogene Verhältnis von Freizeit und Arbeitszeit, gerät ins Schwanken. Der Job steht im Mittelpunkt. Anderes wollen die Personalberater gar nicht hören. Also ich treffe viele junge Leute, die sagen, schon nach dem Studium oder nach dem ersten Job, Work-Life-Balance wäre ihr Ziel, ja, noch bevor sie in irgendeiner Weise gezeigt haben, was sie können. Wie kommt das bei Ihnen an? Es kommt nicht so gut an bei mir und ich denke auch bei Unternehmen nicht, weil wenn ich ein Jobinterview habe, dann sollte ich mehr vom Job reden als von der Life-Balance danach. Freizeit hatte sie als Spitzenpolitikerin kaum, die ehemalige Gesundheitsministerin Andrea Gdolski.
Zurückhaben will sie ihren Job auf keinen Fall. So ist sie als Gesundheitsmanagerin in der Privatwirtschaft tätig. Stressig ist es auch noch heute, aber kein Vergleich zum politischen Geschäft, sagt die ehemalige Ministerin. Sie haben eigentlich kaum Erfolgserlebnisse, egal was Sie machen. Irgendeinen gibt es sicher, der Ihnen ununterbrochen erklärt, dass Sie schlecht machen. Sie stehen völlig in der Öffentlichkeit mit jeder Tätigkeit, mit jeder Handhabe. Und da wird dann auf Dauer natürlich dieser Druck oft aus der Situation krank. Kränken macht krank, auch sehr, sehr negativ ausgeführt. Natürlich ist es in der Politik so wie auch ansonsten im Leben. Wir benötigen auch das Lob, wenn wir etwas gut gemacht haben. Die Politik ist dabei heute eine Handlungssphäre geworden, in der die Gegnerschaften zum Teil erbittert ausgetragen werden. Möglicherweise auch deswegen, weil in der Politik die unterschiedlichen Programmangebote häufig abgenommen haben. Die Parteien ähneln sich heute eigentlich in ihren ideologischen Vorstellungen. Umso mehr verlagert sich alles auf das Persönliche, auf den persönlichen Wettkampf. Und das belastet die Menschen ungeheuer. Franz Bittner war ein Mann mit vielen Jobs. Obmann der Wiener Gebietskrankenkasse und Gewerkschaftschef. Nach einer gescheiterten Gesundheitsreform sah er keine Perspektive und trat 2009 zurück. 12 Jahre das Minus der Krankenkasse rechtfertigen und harte politische Verhandlungen gehen an die Substanz, sagt er. Es gab mehrere Tage, manchmal auch Wochen, wo es an die Grenze des Belastbaren ging. Und dann wird es natürlich auch wieder ruhiger und mit der Routine bringen sie sehr viel weiter. Nur immer hilft ihnen die Routine dann auch nicht, nicht. Ich hatte das Glück, keine gesundheitlichen Probleme zu haben, aber ich wusste, dass diese gesundheitlichen Probleme zwangsweise kommen würden. Ständig unter großem Druck zu stehen, das macht krank. Doch die Menschen fordern von sich immer mehr. Daher steigt auch die Frustration bei Misserfolgen. Menschen meinen, alles tun zu müssen, um wirtschaftlichen oder gesellschaftlichen Erfolg zu haben. Mit lauteren oder mit unlauteren Mitteln. Sie meinen, alles geben zu müssen, was ihr eigener Körper noch hergibt. Das ist letztendlich eine zerstörerische Art und Weise, mit der eigenen Leistungsfähigkeit umzugehen. Wir müssen uns immer fragen, was für eine gesellschaftliche Bedeutung ein bestimmter Erfolg eigentlich haben soll. Wir müssen uns immer fragen, ob diese eminente Anstrengung, die wir auch in unserem Privatleben dann vollziehen, es wirklich wert ist. Auszubrechen aus einem zu stressigen Beruf gelingt nur wenigen. Nur wenigen Privilegierten. Für Durchschnittsverdiener ist es nur schwer möglich auszusteigen. Frau Fitz will sich zwar nicht ganz aus dem Berufsleben zurückziehen, aber es viel ruhiger angehen. Diesen Schritt zu machen, der ist natürlich nicht einfach. Ja. Speziell auch, wenn man Familie hat, Kinder hat, die versorgt werden müssen, dann wird man sich das wirklich sehr, sehr gut überlegen, ob man so einen Schritt finanziell auch durchhalten kann. Aussteigen oder am Aufstieg auszubrennen. Das Risiko des Erfolgs in Wirtschaft und Politik ist gefährlich groß geworden.